Bereit? Okay, you ready? Ready. One, two, three, go! Das ist weit bis zum Ufer. Bei Donnie sieht das viel besser aus. Ich komme kaum voran. Der Amazonas ist der breiteste Fluss der Welt. Ich habe sie in der Mitte rausgelassen. Sie werden nicht beeinflussen können, wo der Fluss sie an Land spült. Da ist Grünzeug. Mal sehen, ob ich hinkomme. Kurz die Beine ausholen. Keine Ahnung, wo Ed ist. Lass mal durchatmen. Er ist noch im Wasser. Ich werde mich erstmal nach Ressourcen umsehen. Really start looking for resources. This is a huge lead. Ich habe einen riesen Vorsprung, den muss ich ausbauen. Am besten von Anfang an so viel Strecke wie möglich machen. Der Tracker zeigt, dass Donnie an Land ist. Ed schwimmt seit etwa 2 Stunden. Das Problem ist mehr die Erschöpfung als die Kälte. Der Kampf gegen die Strömung kann sehr zermürbend sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so fertig war. Aber egal. Ich bin an Land und mit dem Terrain vertraut. Das war heftig. Jetzt kann ich durchstarten. Der Boden ist schön fest. Da blinzelt die Sonne durch. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, muss ich neu navigieren. Und ohne Sonne ist das ein Blindflug. Zur besseren Orientierung schneide ich das Grünzeug bis Hüfthöhe ab. Seht ihr? Die ist giftig. Interessiert sich aber nicht für mich. Aber das zeigt, ich muss vorsichtig sein. Trotz Wettkampf heißt es Eile mit Weile. Bis der Rettungshubschrauber bei einem Schlangenbiss kommt, ist es vorbei. It's game over. Ich mache mir aus Rinde Schienbeinschoner, damit ich etwas mehr Schutz habe. Die Schoner nützen nur was, wenn die Schlange von vorn zuschlägt. Aber besser als nichts. Okay, weiter. Der erste Tag geht zu Ende. Das dichte Blätterdach lässt kaum Sonnenlicht durch, was das Navigieren erschwert. Ed konnte mit seiner Amazonas-Erfahrung aufschließen. Donnie liegt vorn, ist aber vom Kurs abgekommen. Er muss seinen Weg finden, bevor die Sonne untergeht. Es wird dunkel. Zeit, mein Lager aufzuschlagen. Warum nicht hier? Feuer machen hat Priorität. Most important thing. Lights are going out. Gotta get up. Es wird Nacht. Ich muss weg vom Boden nach all den Schlangen und Ameisen, die ich heute gesehen habe. Der Baumstamm ist doch ein guter Platz.
Das fühlt sich großartig an. In spätestens einer Stunde ist es komplett dunkel. Feuer spare ich mir. Ich baue nur einen provisorischen Unterschlupf. Da habe ich Schutz vor Regen und kann reinkriechen. Say. Der Dschungel ist so feucht und das Schwimmen hat mir doch mehr abverlangt, als ich dachte. Ich muss das hinkriegen. Letzter Versuch, gleich regnet's. Pretty much here now. Very slight, but da ist Groot. Yes, yes. Fire! That was a beast. Der ganze Tag war hart. Irgendwie habe ich den Amazonas durch eine rosa Brille gesehen, was man ja im Nachhinein gern mal macht. Which I suppose you do, don't you, looking back on things. Ich hoffe, Donnie hat es auch schwer. Sorry, wenn du das siehst, aber ich wünsche dir wirklich. Es ist beeindruckend, im Amazonas-Dschungel aufzuwachen, die Vögel und Insekten zu hören. It was awesome. More importantly, und vor allem kein Regen. Wasn't waking up in the rain. Yeah. Downside, Nachteil? Moskitos. Morning. Morgen. Not bad, nice. Die Nacht war nicht schlecht und relativ bequem. Ab und zu wollte eine neugierige Ameise wissen, ob ich essbar bin. Aber das war's. Schnell los, solange es noch kühl ist. Die beiden haben die erste Nacht hinter sich und einen Vorgeschmack darauf bekommen, was der Amazonas zu bieten hat. Sie sind jetzt mitten im Dschungel. Hohe Bäume, dichtes Gestrüpp und viele giftige Pflanzen und Tiere. Watch out for this guy.